Hallo, hier ist wieder euer Subossi. Heute mit einem Fanpaket von Anonym Nummer 3. Ich habe es aufgemacht, nicht dass ihr meckert jetzt, weil ihr habt ja gemeckert mit den Fanpaketen. Vom letzten Fanpaket habt ihr gemeckert, weil ich es aufgemacht habe. Ich habe es jetzt nur aufgemacht, weil wirklich diesmal auch kein Name dran gestanden hat. Aber wo ich es aufgemacht habe, hat halt ein Hinweis drauf gestanden, dass das wieder. Er war, der mir schon mal vor kurzem anonymes geschenkt hat. Und ich bedanke mich wieder bei dir. Ich war voll geplättet, habe ich dir aber auch schon geschrieben, dass du mir jetzt wieder direkt was danach fast geschickt hast. Das ist ja gerade ein paar Tage her und direkt wieder was danach. Hier ist es, das Päckchen. Ja, dass ihr nicht seht, weil also die andere Seite will ich euch schon zeigen. Da steht nämlich noch was drauf. Nicht der Name, also nicht, dass ihr denkt, ich wüsste es. Steht nur meine Post, nur mein Postfach drauf. So, packen wir es jetzt mal auf. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir. Du weißt ja, ich habe dir ja schon Danke zwar geschrieben, aber ich freue mich wirklich drüber. Das ist wirklich geil. Ich muss noch mein kleines Messer. Gerade, wo ist das? Ah, das ist auf der Seite. Hier ist es, mein kleines Messer. So, da haben wir einmal den Film mit Jason Statham auf Blu-ray. Wildcard. Ja, ich bin ja ein Jason Statham-Fan und ich habe jetzt sehr viele Filme schon mit Jason Statham. Und er hat mich eigentlich schon nie enttäuscht in seinem Film. Wildcard soll ja ganz gut sein. Ist ja noch recht neu, der ist 2015 rausgekommen, genau. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Und jetzt direkt auf Blu-ray, das ist natürlich cool. Ihr könnt euch ja durchlesen, um was es geht. Dass es nicht zu lang wird, das Video. Hat ein Wendecover, ja, das ist von Universum Film. Und was ich auch cool finde, dass die Disc ein anderes Cover hat wie das Frontcover. Finde ich schon mal, das machen sich auch nicht viele so Mühe. Also viele Studios machen sich auch nicht die Mühe, da extra noch ein neues Cover zu machen. Ah, da hast du ja auch wieder gut zugeschlagen. Ja. Das sind zwei Schauspieler, die ich wirklich mag. Also Jason Statham und hier Simon Pegg. In zufällig allmächtig sagt mir jetzt gar nichts, also den habe ich jetzt anscheinend voll verpasst. Sagt mir jetzt nichts, da habe ich auch keinen Trailer zugesehen, also sagt mir noch nichts. Also ich lese mal nachher mal kurz durch mit euch zusammen. Bei dem Film sagt, bei der sagt mir gar nichts. Wildcard wusste ich, dass der rausgekommen ist. Das ist auch natürlich schon mal ein cooles Bild. Alien, das kifft. Oder ja, oder was das ist. Sieht aus wie ein Böller. Aber ich glaube, das ist eher eine Marihuana. Also ja. Eine Bong oder was das ist. Nee, Bong Quatsch. Ja. Simon Pegg und Kate Beckinsale in einer herrlich schrägen Science-Fiction-Komödie von Monty Python-Mitglied Terry Jones. Ah. Das kann ja nur gut werden, also wenn das von ihm ist, wann ist der rausgekommen? 2016, ah, deswegen. Der ist noch ganz aktuell. Der ist ja anscheinend dann vor kurzem erst rausgekommen. In einer entfernten Galaxie hat ein fieser Pulk Aliens beschlossen, die Pythons beschlossen, den Planeten Erde samt seiner Bewohner ein für alle Mal zu vernichten. Bevor derartiges angeordnet werden kann, muss jedoch den Einwohnern des betreffenden Planeten die Chance gegeben werden, sich noch einmal zu beweisen. So verlangt es das Gesetz. Ein Wesen soll per Zufall ausgewählt und mit außerordentlichen Kräften ausgestattet werden, dass die Wahl ausgerechnet auf den desisolierten Lehrer Neil fällt, in London Norden fällt, könnten sich alle als fatal für die Menschheit erweisen. Es dauert eine Weile, bis Neil klar wird, dass er nun im Besitz ist, Macht ist. Einfach alles zu tun und um jeden Wunsch Realität werden zu lassen. Dass die Zukunft der gesamten Menschheit auf dem Spiel steht, ahnt er natürlich nicht und so verursacht er zunächst das Herz seiner schönen und so versucht er zunächst sein Herz seiner schönen Nachbarin Catherine zu gewinnen und schlittert von einer bizarren Situation in die nächste. Geht 86 Minuten, ist eine Science-Fiction-Komödie, also da freue ich mich schon richtig drüber. Und mit den Originalstimmen vom Monty Python Team. Okay.
Also das kann ja eigentlich nur gut werden, wenn das, wenn der Monty Python mit dran am Drehbuch mitgeschrieben hat und alles, dann kann das ja eigentlich nur gut werden. Ich zeig euch mal. Da muss ich nur das zuhalten, dass ihr den Namen lesen könnt. Oder ich mach's lieber nicht, weil der Name zufällig. Ja. Ich muss nur aufpassen, dass man das nicht lesen kann. Ihr könnt es lesen, wünsche euch viel Spaß. Lieber Gruß an Zuschauer. Ja, ich hoffe, man konnte es jetzt nicht lesen. Ich schaue mir es nachher beim Hochladen wieder an, bevor ich es hochlade. Also, dann hat er mir noch, muss ich ja voll in Unkosten gestürzt haben, noch ein richtig geiles Steelbook geschenkt. Kick-Ass, nur auf Blu-ray-Disc. Ab 16. Ich weiß, dass Nicolas Cage mitspielt. Ich habe beide Teile noch nicht gesehen, also Teil 1 und Teil 2 noch nicht. So. Von vielen hört man, sie mögen ihn, von vielen hört man, sie hassen ihn. Ne, ist also so wie bei meinem Kanal. Teils, teils. So. Ah, das ist schon mal gut. Der FSK-Flatschen, den kann man nachher abmachen. Der ist nur aufgeklebt, also ab 16. Und was ich auch richtig cool finde, das Cover ist richtig im Comic-Style. Ist ja auch im Comic-Verfilmung. Ist richtig im Comic-Style gemacht. Machen wir mal auf. Da haben sie sich leider ein bisschen, von außen sieht das richtig geil aus, aber innen haben sie leider nichts bedruckt. Das ist ja auch nicht so schlimm. Aber von außen sieht es halt richtig geil aus. Und hier halt Kick-Ass Blu-ray. Du kannst mir ja wieder schreiben, wenn du willst, von welchem Film du am liebsten eine Kritik haben willst. Privat kannst du mir ja schreiben. Das mache ich dann wieder gerne. Bei Monster Busters, die Kritik ist ja schon raus. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ja, und ich danke nochmal recht herzlich für die geilen Sachen. Also war voll geblendet an dem Tag. Weil das war einen Tag danach gekommen, als mein Vater Geburtstag gehabt hätte. Am 19.05., einen Tag später, ist es gekommen. Und meine Stimmung war eh ganz am Boden und das hat mir richtig die Stimmung wieder aufgehellt. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und dir natürlich für die ganzen geilen Geschenke. Ferdi, euer The Bossi.